Juhu! Ich liebe diese Entehaken-Sequenzen. Das sieht so geil aus. So, was haben wir hier um die Ecke? Wahrscheinlich wieder so ein Typi. Nee, diesmal nicht. Okay. Auch keine Raben mehr hier, ne? Ist alles ein bisschen merkwürdig. Hey! Stand up. Stand up. Haha. Komm, jetzt mach ich dich so kalt. Geile Mucke machst du. Komm ein bisschen näher. Ja. Da war auch eine schwere Geburt. Wieder 3000 Ocken. Die geben ganz gut Kohle, muss ich sagen. Gucken nicht, dass hier wieder irgendeiner in der Ecke steht und mich angreifen will. Im Moment scheint der Raum sicher. Er scheint sicher, wohlgemerkt. Da ist eine Tür. Sind die beide offen? Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Es gab einen Schnellknopf für die Karte, ja. Habe ich vergessen. Ne, die da hinten ist dicht. Aber ich möchte trotzdem ganz gerne mal dahin gucken, was da ist. Die ist dicht. Was gibt's denn hier? Gegner. Das ist hier nix, ne? Kann ich mir auch sparen. Aber vielleicht gibt er Geld. Ey, ich hab doch geschlagen! Arschloch. Wo bist du? Da. Was für ein Kampf. Nein. Warum habe ich versucht, ihn zu töten? Warte, wir machen nochmal eine Supermischung hier fertig. Wir könnten das auch hier mit... Ja, warte mal. Das glaube ich. Sparsamer. Wenn du jetzt nicht gleich richtig Kohle bringst, ey, dann... Alle. Habe ich noch TMP? Jo. Und? Das ist Munition. 3000. Ja, immerhin. Geld ist gut. So. Ja, dann gehen wir jetzt also diese offene Tür lang. Ich weiß nicht mehr genau, wo es hier lang geht. Aha. Ach, das ist dieser Vorratsraum. Ich wollte den gerade abknallen. Das ist der Händler, der da steht. Oh Gott. Und das bei dieser Musik. Das ist ja komisch. Normalerweise, wenn so eine Musik herrscht, gibt es keinen Händler. Na gut. Gucken wir uns hier um. Und gleich kommt wieder so eine Schlange, die ich töte wahrscheinlich. Da ist nichts drin. Auch? Was? Gar nichts? Das ist aber mager. Da ist wenigstens Geld drin. Gut. Da liegt ein Kraut. Das essen wir mal. So, und hier schnappen wir uns noch eine Schlange. Nee, auch nicht. Nochmal Geld. Was ist da drin? Ja gut, dann ist das halt so. Ist da noch was in dem Schrank? Nein. Hallo, Kumpel. Ich würde mir gerne die Armbrust leisten. Ja, können wir auch gleich. Wenn ich noch ein bisschen was verkauft habe, können wir das. Das Parfümfläschchen. Armbrust. Stranger. I'll buy it in a high price. Nein, warte mal. Mal eben kurz dahin packen. Ich muss Platz machen. Sonst wird dort nichts. Ja. Wollen wir mal gucken. Bisschen mixen. Und mischen. So, kommst du. Nee, du bleibst da liegen. Dich wollte ich haben. Du bist auch gleich weg, wenn ich dich nachgeladen habe. Ja, dich könnte ich eigentlich dahin legen und dann müsste das Dicke passen, ne?
Ja. Packen wir den doch daneben. Also wir haben 6 Pfeile mit der Armbrust. Achso, die sind zu lang. Ach toll. Die nehmen 4 Plätze ein. Das ist aber echt schon ein bisschen heftig. Na gut. Ja, dann schnappen wir uns mal eben die hier. Laden alles nach gleich. Ja. I come back anytime. Und laden alles nach. 15 Schuss hierfür. Für die. Gleich haben wir wieder ein bisschen Platz, das ist doch gut. 100 für die. Er kommt sich bestimmt auch geil vor. Wir stehen hier vor ihm, laden alles so ganz provokativ nach hier. Als wenn wir ihn gleich abballern wollen. Aber das tun wir natürlich nicht. Nein, der Händler ist ein ganz netter Kerl. Packen wir dich da noch mit hin. So. Dann schnappen wir uns jetzt mal wieder die TMP. Gut. Ist hier eine Schreibmaschine? Nicht, ne? Das ist eigentlich schade. Die hätte ich jetzt gerne. Gut. Weiter geht's. Wir müssen jetzt in diesem... Ja, in diesem... Dining Room sein, wollte ich gerade sagen. Diese lange Tischtafel, die da gedeckt war. Genau, das kommt auch gleich, ja. Hört sich ganz schön gefährlich an, der Typ. Vielleicht schießt er ja aus Versehen seinen Typen im Kopf. Oder? Ich warte noch einen, jetzt zum Beispiel. Ich kann das auch. Haha. Upsala, daneben. Oh, daneben. Getroffen. Kommt nichts raus. Yay. So. Einsammeln. So. Die Vasen noch zerstören. Nix. Und da immerhin. Gut. Nehmen wir mal wieder die Pistole, wa? Okay. Ja, der ist da, ich sehe dich. Nehmen wir den hier. So, da gehen wir gleich rein. Da kommt gleich wieder unser lieber blinder Mensch. Er war mal ein Mensch, ja. So, genau diesen Raum meinte ich auch mit der gedeckten Tafel. Bestimmt gleich noch mehr Typis. Dann sind wir gleich einen Rundgang gelaufen. Hier ist gerade keiner. So. Schön. Das läuft. Dann können wir da gleich nochmal im Speichern. Das ist cool. Sind wir einmal rum? Das ist cool. Müssten wir jetzt hier wieder rauskommen. Und jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo wir mit Leon waren. So. Müsste eigentlich so hinkommen, denke ich. Oder kommt noch ein kleiner Flur dazwischen. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall... Ja, genau. Sehr gut. Wieso ist hier jetzt schon wieder Terrormucke? Hm. Egal, wir speichern das mal eben kurz. Haben wir. Jawohl. Und dann geht's jetzt zu unserem lieben Freund, dem blinden Ganador. Ach, Mann. Und der Kampf ist, glaube ich, nicht viel anders als der mit Leon. Ne, ziemlich das Gleiche. Vielleicht können wir uns da gleich mal, oder vielleicht können wir da gleich mal die Armbrust ausprobieren. Was war da gerade zum Nehmen? Prüfen, ach so. Mit Brot beginnt das Mahl des Lebens. Was soll das bedeuten? Boah. Bin jetzt nicht so bibelfest, aber irgendwie hängt das damit zusammen. Ein letzter Schluck und die Flasche bricht. Verwandelt uns zu dem Staub, aus dem wir kamen. Welch deprimierender Gedanke. Ja, das... Achso, das ist ein Hinweis auf diese Flasche, die man zerschießen soll, ne? Ist ja cool. Hat Leon aber schon gemacht, wie man sieht. Wusste ich gar nicht, dass es da einen Hinweis drauf gibt. Ich habe das einfach immer so gemacht. ich glaube, wir nehmen gleich eine Blunt... Das ist ein neues Wort von mir. Eine Blunt-Granate. Und lenken den Ganado ab. Und
dann versuchen wir so schnell wie möglich aus dem Käfig rauszukommen. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Ihr seht auch, dass die Kiste jetzt offen ist. Weil wir... Das passt jetzt aber nicht. Wir packen ja gleich erst die Sanduhr da rein. Das ist jetzt ja unser Auftrag, die wir eingesammelt haben. Also kann Leo noch nicht da gewesen sein. Die zerschossene Flasche auf dem Bild, die deutet aber darauf hin, dass Leon schon da war. Oder haben wir hier drin nicht die Sanduhr gefunden mit Leon? Doch, ne? Die Sanduhr mit Verzierung, die war da drin. Das ist gerade hohl. Verstehe ich nicht. Das, wenn ihr mir den Zusammenhang erklären könnt, sag's mir. Ich verstehe es nicht. Habe ich mir gerade nicht allzu viel Platz verschaffen können. Klasse. Ich brauche definitiv... Ja, ist klar. So, danke. Ups! Was stehst du denn da? Kommst du hinterher? So, ruhig hier. Oh, ist er jetzt rausgekommen? Nee, ist er nicht. Wir nehmen das Scharfschützengewehr, glaube ich. Der ist hinüber. Okay, war nicht so schlimm, wie ich mir das Ganze jetzt vorgestellt habe. Ging noch relativ zügig. Gehen wir zum Boden hier. Mehr kommen hier nicht. Bei Leon kam noch 25.000 noch nachgefallen. Vom Himmel. Oh, ich höre schon. Rubin! Ja, da bist du. Sehe so viel. Noch mehr. Ja, natürlich. So, jetzt gehen wir in die Truhe. Warum steht hier diese... warum steht hier diese leere Truhe? Vielleicht sollte ich mir mal das näher ansehen. Ach, doppelter Boden. Da ist eine Einbuchtung an der Unterseite. Ja. Rinn damit. Und die findet Leon doch hier, oder sehe ich das falsch? Natürlich. Die findet Leon hier. Hallo. Ja, danke sehr. Ich habe schon gefrühstückt. Der kommt da sogar durch. Oh, scheiße. Nee, TMP. So, komm her. Nix. Okay, haben wir das. Oh, hier wieder die schönen Krallenhände, die will ich haben. Das wird auch mal eine geile Waffe. Manno. Richtig, die Magnum kriegen wir, glaube ich, mit Ada nicht, aber ist hier vielleicht trotzdem andere Munition versteckt? Ja, ist sie.